Hey and what's poppin', guys? Wir sind heute mal wieder bei DM und schauen, was es so Neues gibt. And here we go. Als erstes habe ich bei der Catrice Theke eben mal geguckt, ob ich irgendwas Cooles habe. Da habe ich mich für einen Highlighter entschieden, der ganz neu ist. Und zwar ist das der Glowlover Oil Infused Highlighter. Ich habe so Gutes von dem gehört, deswegen wollte ich den direkt austesten. Dann habe ich von Trinit Up auch einen Highlighter mitgenommen, der neu ist. Und zwar ist es der Silky Baked Highlighter. In der 020 gab es noch eine andere Nuance, habe mich aber für die entschieden. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was der kann. Ja, dann habe ich außerdem noch so ein Ohrring-Set mit Silber 925er mitgenommen. Helix und Ohrring in einem. Dann habe ich noch eine neue Maske mitgenommen. Tuchmaske Set Your Mind Free. Oh, Leute, dieses Packaging ist unnormal schön. Und dann habe ich außerdem noch auch eine richtig coole Maske mitgenommen. Und zwar Kokos und Pitai, auch richtig cooles Packaging. Und dann habe ich, Leute, wundert euch nicht, ich will meine Augenbrauen fern. Und da habe ich gehört, dass Bartfarbe sehr gut sein soll. Und das ist jetzt eben die Farbe Braun. Gab es auch dunkelbraun, das ist jetzt hellbraun. Und dann habe ich außerdem noch eine richtig, richtig schöne Schmuckschatulle gesehen, so Herzform. Hat eigentlich eher für Valentinstag gepasst. Gab es in drei verschiedenen Varianten, aber ich habe mich dann für die entschieden. Es war echt nur die Wahl der Qual, you know, man kennt's. Und dann habe ich außerdem noch von Essence so Lashes mitgenommen, die relativ neu sind. Und zwar ist das so ein pinkes Packaging. Ich habe das auch in diesem normalen schwarzen, gab es das schon mal. Ich habe das jetzt ein bisschen anders, die Wimpern.